Jetzt wird's Meta. Also Entwickler haben wahrscheinlich so binäre Stimmung. 1, 0. 1 ist, im Code ist ein Fehler, ich bin mies drauf, es kotzt mich alles an. 0 ist, ich habe den Code gefunden, ich bin high, alles ist super. Die Jungs, die jetzt kommen, die haben ein Herz für Entwickler, weil sie wollen denen das Leben leichter machen. Mehr high, weniger ich kotze ab. Das sind Lorenz, Noah, Yannick und Yannick und die haben das Cheat-Sheet entworfen. Jo, wir, das sind Noah, Yannick und ich, Lorenz, und unsere Mentoren Max und Marc, die hier wahrscheinlich irgendwo im Publikum sitzen, haben uns was gedacht, was eigentlich für alle Programmierer gilt und auch wahrscheinlich für alle von euch. Programmieren ist googeln. Beziehungsweise irgendeine andere alternative Suchmaschine benutzen. Aber was auch immer. Was auch immer man dann aber googelt oder sucht, man kommt auf Stack Overflow, wenn man irgendein Problem hat. Und die komplette History ist mit Stack Overflow voll. Alle benutzen es, auch wenn es momentan noch nur ein Live-Team gibt. Und wir haben uns gedacht, eigentlich, wenn ich jedes Mal die gleichen Artikel bei Stack Overflow durchlese, um immer einen bestimmten Code-Schnipsel dann einzusetzen, weil ich immer denselben blöden Fehler mache, wäre es doch mal geil, für meine persönlichen Probleme, für meine Artikel, die ich oft mir anschaue, ein Cheat-Sheet, also einen Spickzettel zu haben. Und Cheat-Sheet klingt halt irgendwie langweilig, gibt schon tausend Varianten. Und ja, namensgeberisch sind wir dann direkt auf die Idee gekommen, unser Cheat-Sheet Cheat-Sheet zu nennen. Deshalb auch das Symbol. Und unser Cheat-Sheet ist eine Verbindung aus einem Plugin für den Browser und einem Programm. Genau, Cheat-Sheet gibt es auch als Add-on jetzt für den Browser Firefox. Und man kann dabei halt manuell die Stack Overflow-Einträge da hinzufügen. Und jetzt will ich euch mal zeigen, man kann das ziemlich leicht installieren. Man nimmt sich einfach die Datei aus unserem GitHub-Ding, zieht sie in Firefox rein. Deshalb geht das nicht. Ach ja, gerade irgendwie funktioniert es nicht, installiert schon. Und genau, und jetzt kann man halt hier mit Add Entry einen neuen Eintrag hinzufügen. Und dann mit Clear halt wieder löschen. Man kann jetzt auch auf Download klicken, dann werden die Einträge, die man gemacht hat, gespeichert. Oder man kann auch jetzt direkt hier das aktivieren, dass wenn man immer einen neuen Eintrag macht, dass es automatisch gleich gedownloadet wird. Genau, und wie stellen wir das Ganze an? Also unser Browser weiß ja letztendlich immer, wo wir unterwegs sind und deshalb filtern wir am Anfang erstmal die Chronik und suchen uns da alle Links zum Beispiel aktuell nur von Stack Overflow raus. Und die fügen wir dann, also die durchsucht dann unser Plugin. Genau, ich habe mich darum gekümmert, dass am Ende sowohl die ganzen Links, die Yannick mir raussucht, als auch die ganzen Links, die Yannick mir raussucht, zusammen durchsucht werden nach der Lösung, also nach der Fragestellung, wonach wir gesucht haben und auch nach der Lösung, die im Stack Overflow-Artikel hoffentlich vorhanden ist. Und die wird dann als HTML gespeichert, damit das auch ein bisschen schön formatiert ist. Momentan sieht das Ganze hier so aus. Der große Vorteil zu Stack Overflow ist auch, das hat ein Dark Theme. Damit ist es schon mal viel angenehmer zu benutzen. Und man sieht hier, dass dort einige Fragestellungen und eben die Antworten dazu aufgelistet sind. Ja, das ist Lorenz' wunderbare Browser-History. Und ich hoffe, er kann jetzt viel besser programmieren als vorher. Vielen Dank. Vielen Dank, kommt ruhig zu mir vor. Jetzt habt ihr hier beide Mikros liegen lassen, nehmt du ruhig mit, dann können wir noch ein bisschen quatschen. Du sagst schon, du hoffst, Lorenz kann viel besser programmieren als vorher. Was habt ihr so dazu gelernt? Ja, also ich persönlich hatte bis jetzt gar keine Erfahrung, erstes Mal bei Jugendhackt. Und wir haben halt super viele verschiedene Arten auch ausprobiert, zum Beispiel die Webseiten zu scrapen, also nur die Überschriften und den Code als Antwort herauszufinden und einzutragen.
Und ja, durch die vielen Methoden konnten wir alle mit JavaScript ein bisschen was lernen. Wir haben es mit Python, mit dem Selenium-Modul probiert. Und auch generell so ein Add-on zu erstellen ist echt schwer und das hat uns echt krass geholfen. Wie habt ihr euch die Arbeit aufgeteilt? Also wir haben es so aufgeteilt, dass anfangs haben wir versucht, beide das Add-on zu machen. Aber dann kam mehrmals was dazwischen, dass er dann schlussendlich sich für die Präsentation drum gekümmert hat und aber auch immer uns unterstützt hat, wenn wir alle drei Fragen hatten. Und die beiden haben sich um das Programm gekümmert, was das dann ordentlich darstellt. Ja. Genau, und wir hatten eigentlich immer einen Plan, aber der Plan wurde gefühlt alle 2-3 Stunden komplett umgeworfen, weil wir halt irgendwas hatten, was dann nicht so ging wie erwartet und dann musste man eigentlich komplett neu anfangen. Ja, schön war auch, wenn jeder einen anderen Plan im Kopf hatte und dann ja, haben wir das irgendwie probiert, dann zusammenzubauen, aber naja, es geht ja, wie man sieht. Das heißt, war mehr Stimmung 1 Frustration oder mehr Stimmung 0 gute Stimmung? Also wir nehmen sowas eigentlich gelassen mittlerweile, wir sind da jetzt nicht mehr so frustriert. Also es gab ja auch viel, viel Mathe. Danke für die Mathe. Und danke euch für Shitsheet.